Hoher Besuch im Krone.at Sportstudio. Ich freue mich sehr, um es österreichisch zu formulieren, einen echten Kapazunder des Weltfußballs begrüßen zu dürfen. Er ist Head of Global Soccer bei Flyer Alarm und in dieser Funktion auch bei der Admira sehr federführend mit von der Partie. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Herzlich willkommen, Felix Magath. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wussten Sie, was ein Kapazunder ist? Nein, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Aber okay. Also so tiefe Spuren haben dann Happel und Herzog nicht hinterlassen bei Ihnen, als dass Sie Ihnen das erklärt hätten. Die haben schon tiefe Spuren hinterlassen, aber jetzt nicht in der Wortwahl. Also ich kläre Sie gerne auf. Ernst Happel hat, glaube ich, nie so viel er hat überhaupt wenig gesprochen. Also ein Kapazunder ist auf Österreichisch eine Koryphäe, ein sehr wichtiger Mann in einem bestimmten Genre. Also Sie können damit leben, mit dieser Bezeichnung. Damit kann ich leben, ja. Wunderbar. Ich mag ganz gern, das wird Sie wenig überraschen, mit der Causa Prima, was die Admira angeht, beginnen. Amir Shahbuzadeh ist ja seit kurzem nicht mehr Manager. Die Wege haben sich getrennt. Warum denn, Herr Magath? Ja gut, letztendlich ist es darin begründet, dass wir mit der Tatsache, dass ich auch hier mit dabei bin, verstärkt oder mehr wieder auf unsere Nachwuchsakademie und auf österreichische Spieler setzen wollen. Und wie gesagt, das hat Amir zwar auch gemacht, aber wir wollen das noch mehr intensivieren und somit hatten wir da eben unterschiedliche Auffassungen. Und das wäre mit Shahbuzadeh nicht machbar gewesen oder nicht in der Form machbar gewesen? Ja gut, das wäre eventuell, aber Amir wollte das halt auch nicht so. Insofern haben wir uns dann friedlich getrennt. Wie sehr war das Ihr persönlicher Wunsch? Wie sehr stecken Sie persönlich hinter der Trennung von Shahbuzadeh? Es geht nicht um die Trennung, es geht hier um meine Philosophie. Es geht darum, dass man hier was verändert bei Admira. Deswegen bin ich hier, darin sehe ich meine Aufgabe. Ich sehe meine Aufgabe nicht darin, einzelne Entscheidungen zu treffen, weil ich eben zu Flyer Alarm Global Soccer gehöre. Aber ich will mithelfen, hier sportliche Entscheidungen zu treffen, die den Verein nach vorne bringen. Und die Philosophie, die wir eben in den nächsten Jahren umsetzen wollen, ist eben mit jungen, mit österreichischen Spielern, indem wir sie hoffentlich besser ausbilden, noch besser ausbilden, weil die Ausbildung bei der Admira ist ja schon gut, aber aus meiner Sicht kann man im Fußball, nicht nur bei der Admira, auch zum Beispiel in Deutschland, kann man, glaube ich, noch professioneller werden. Und das ist mein Ansatz, professionelleres Arbeiten in einem Verein und damit dann auch guten, erfolgreichen Fußball zu spielen. Und um dieses Ziel zu erreichen, sind Sie aktuell wie aktiv im Alltagsgeschehen involviert bei der Admira? Es hat ja durchaus Stimmen gegeben, die gesagt haben, ja okay, die Admira holt sich jetzt einen prominenten Namen, das soll so das Aushängeschild sein. Dem dürfte aber nicht so sein. Zumindest hat mir der Kollege Steiner von der Niederösterreich-Krone schon gesteckt, dass Sie da schon sehr aktiv mit dabei sind, was das Alltagsgeschehen bei der Admira angeht. Na gut, das ist jetzt so gekommen, ne, dadurch, dass jetzt eben eine Trennung vollzogen wurde und wir eben diese neue Philosophie auch sofort versuchen wollen umzusetzen, bin ich jetzt natürlich auch mehr gefordert und bin mehr hier in Wien und versuche halt mehr jetzt schon Weichen zu stellen, um eben dieser Philosophie auch gerecht zu werden. Wann wird denn oder wird überhaupt ein Nachfolger von Shahbuzadeh präsentiert? Und wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist es, dass dieser Felix Magath heißt? Können Sie das ausschließen? Ja, also einst habe ich gelernt im Fußball, man sollte nichts ausschließen, aber es ist nicht vorgesehen. Damit haben Sie mir gerade eine gute Schlagzeile geliefert, das wissen Sie. Ja, gut, wie gesagt, wenn Sie das verwenden können, oder Sie sollen auch das verwenden, was ich sage, dann freue ich mich, wenn Sie das halt so benutzen. Aber für meinen Teil war diese Situation jetzt nicht geplant, sie war überraschend. Und insofern muss ich jetzt auch mehr mich hier mit diesen Dingen beschäftigen. Das hätte ich so und so schon mehr getan. Aber nicht nur
sagen wir, Spieler, nicht nur Trainer, sondern natürlich auch Vereinsverantwortliche oder Menschen wie ich, die einen Verein entwickeln wollen, sind natürlich durch diese Corona-Krise empfindlich sagen wir, gestört worden. Denn ich habe dadurch, dass als ich kam, war Winterpause bei den Nachwuchsmannschaften und dann kam die Corona-Zeit. Ich habe leider nicht so viel Einblick in die Jugendarbeit bisher bekommen können, wie ich es eigentlich gern gehabt hätte. Jetzt laufen ja die Vorbereitungen auf den sogenannten Restart in der österreichischen Bundesliga auf Hochtouren. Ich lehne mich wahrscheinlich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass Sie das Vorgängermodell unter Anführungszeichen in Deutschland relativ intensiv beobachtet haben. Wie glücklich ist denn der Restart in Deutschland verlaufen, Ihrer Meinung nach, und was kann sich Österreich davon abschauen? Ja, ich denke mal, es war gut für den Fußball, dass überhaupt einer mal angefangen hat. Und ich denke mal, alle haben sich sehr viel Mühe gegeben und die haben es auch aus meiner Sicht gut gemacht. Deswegen würde ich sagen, der Restart ist gelungen, obwohl es natürlich auch für mich als Fußballbegeisterten etwas halt doch ein bisschen fremd ist, wenn man die Spiele verfolgt ohne richtige Kulisse. Ja, daran muss man sich erst gewöhnen. Jetzt haben Sie ja den Fußball aus so ziemlich jeder erdenkbaren Facette kennengelernt. Ja. Deswegen mag ich das Gespräch ganz kurz auf eine allgemeinere Ebene hieven. Zumal gerade in Deutschland auch recht intensiv diskutiert wird, was denn nach der Corona-Krise passiert. Und da fällt sehr oft einmal oder wird sehr oft einmal die These postuliert, dass die 50+1-Regel womöglich ausgedient hat, dass also nach Corona die Stunde der Investoren schlagen könnte oder die noch stärker schlagen könnte. Was haben Sie denn für eine These dazu? Ist das gut? Also erstmal bin ich jemand, der gern klare Verhältnisse hat. Insofern finde ich das aus meiner Sicht schon seit längerem nicht mehr angebracht, diese 50+1-Regel tatsächlich in Deutschland noch umzusetzen. Denn wir sind oder wir wollen ja auch uns international messen. Und wenn man im internationalen Wettbewerb ist, muss man auch die internationalen Regeln anwenden. Dann kann man eben nicht in Anführungsstrichen benachteiligt werden, weil wir da andere Vorstellungen haben oder noch an althergebrachten Dingen festhalten wollen, wenn es halt mittlerweile schon neue Modelle gibt, die natürlich und wieder, das sage ich doch kein Geheimnis, es geht natürlich im Profisport ums Geld und da kann sich der Fußball und da schließt sich der Fußball auch nie aus und insofern halte ich es für besser, wenn man ohne diese Regel auch Investoren die Möglichkeit gibt, in Fußballvereine zu investieren und somit eben auch Fußballvereine stärker zu machen. Aber die Anti-Kommerz-Fans würden Ihnen jetzt wahrscheinlich entgegenhalten, dass mit dieser Maßnahme die Traditionsklub überhaupt sterben und Fußball dann nur mehr ein Business für Investoren und für das Fernsehen ist. Wie gesagt, das muss so nicht sein und das glaube ich auch nicht, dass da ein Traditionsklub Nachteile hätte gegenüber einem anderen Verein. Schauen Sie, wir haben ja in der Deutschen Bundesrepublik schon seit, keine Ahnung, Jahrzehnten Bayer Leverkusen, ja, aber Meister wird halt doch Bayern München oder vielleicht mal früher der Hamburger Sportverein oder der 1. FC Nürnberg. Also diese Traditionsvereine, die haben schon die Möglichkeit, auch sich entsprechend darzustellen. Aber man muss eben auch dazu bereit sein. Und auch die Fans müssten eigentlich offen sein, damit ihr Verein eben besser wird, professioneller wird. Denn das ist der Weg des Geldes ganz einfach. Und dann kann man auch mehr oder besser wieder international mitspielen, so wie das die deutschen Traditionsvereine vor 30, 40 Jahren im Grunde international immer gemacht haben. Jetzt deponieren ja gerade in Österreich auch sehr viele Clubs sehr unverblümt und sehr offen, dass sie sich gerade in einem Überlebenskampf befinden. Mhm. Die Sorgen muss ich Admira nicht machen, oder? Natürlich ist es so, dass wir, was die finanzielle Ausstattung angeht, schon auch kämpfen müssen. Der Herr Fischer, der ja hier reingegangen ist, hat die Admira gerettet, bevor sie eben insolvent gegangen ist. Und insofern hat er eben schon investiert in diesen Club. Aber er möchte halt diesen Club stark machen. Er möchte, dass dieser Club letztendlich einer von denen wird, die in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Und deswegen setzt er ja auf meine sportliche Erfahrung, auf mein sportliches Know-how, weil wir nicht nur mit Geld, sondern mit Arbeit
auch dieses Ziel erreichen wollen. Also das ist ja das, was meine Karriere aus meiner Sicht ausgezeichnet hat in Deutschland. Ich habe ja immer mit relativ bescheidenen finanziellen Möglichkeiten doch größere Erfolge erreicht als andere, die mehr Geld investiert haben. Und so soll es hier auch dann letztendlich ablaufen. Damit haben Sie mir schon sehr elegant den Steilpass hin zum Sportlichen geliefert. Nächste Woche wird es ja dann wirklich ernst. Ich weiß, es ist natürlich wahnsinnig schwer, jetzt den Status quo, was das Sportliche angeht, einzuschätzen. Trotzdem haben Sie sich vor kurzem erst wieder ein Bild vom Training gemacht. Welchen Eindruck hat die Mannschaft auf Sie gemacht? Was darf man sich vom ersten Spiel gegen die Austria erwarten? Ja gut, wir sind sehr zuversichtlich, wir haben gut gearbeitet. Diese Pause jetzt war ja ungewöhnlich, weil sowas war noch nie da. Deswegen kann jetzt kein Mensch sagen, wie er das gemacht hat, was das für Konsequenzen hat. Aber wir sind auf einem besseren konditionellen Niveau, als wir vorher waren, durch diese Pause, durch die Arbeit in dieser Zeit. Und ich bin zuversichtlich, die Mannschaft war jetzt auch wieder beim Training gestern, die Mannschaft arbeitet gut, sie trainiert gut und sie macht einen stabilen Eindruck. Also ich gehe davon aus, dass es für die Austria nicht einfach wird, nächste Woche uns zu schlagen. Ich mag es, um es jetzt noch einmal wienerisch oder österreichisch zu formulieren, ein bisschen quernst angehen, weil böse Stimmen ja behaupten, die Geisterspiele sind für die Admira eh kein großer Nachteil, weil normalerweise werden Admira-Spiele eh nicht von Menschenmassen überrannt. Also das ist wahrscheinlich für uns jetzt kein Nachteil. Insofern trotzdem Fußballspieler, glaube ich, auch wenn es wenige Zuschauer sind, der hat es schon ganz gern, wenn da im Rund was los ist, da bei uns halt nicht so viel bisher los war. Und andere Vereine, bei denen sah das vielleicht anders aus. Wie gesagt, haben wir wahrscheinlich dadurch keinen Nachteil gehabt. Wie kann man die Admira mittelfristig gesehen attraktiver machen und vielleicht doch wieder zu einem Publikumsmagneten machen? Ja, habe ich Ihnen ja gesagt, wir haben eben eine sehr gute Nachwuchsakademie. Wir werden da viel rein investieren an Zeit, an Arbeit. Wir werden diese weiterentwickeln wollen und dann natürlich über die Kampfmannschaft, wo wir auch professioneller arbeiten wollen, als es vielleicht, wie soll man sagen, hier in Österreich üblich ist. Red Bull Salzburg hat es ja vorgemacht, mit ihrer Professionalität bestimmen sie im Moment noch die Liga. Und wie gesagt, da haben wir ja ein gutes Beispiel, was theoretisch auch hier möglich ist. Aber wie gesagt, Veränderungen, die sind nicht einfach. Mir ist auch klar, dass eben so eine neue Philosophie, die verbunden ist mit mehr Arbeit, nicht überall auf Gegenliebe stößt und dass der eine oder andere, vor allem von den Fußballspielern, das ist aber, wie gesagt, das ist in Deutschland ja nicht anders. Man möchte immer gern alles haben, aber mit möglichst wenig Aufwand. Und aus dieser Erfahrung habe ich eben gerade anders gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man viel mehr erreichen kann als andere, wenn man auch ein bisschen mehr tut. Ich weiß nicht, wie viel der Interviewer oder Moderator ich bin, der Sie auf Ernst Happel anspricht. Aber man kommt in Österreich wahrscheinlich nicht umhin, wenn man Felix Magath schon mal in Wien hat, ihn auf Ernst Happel anzusprechen. Zumal die Geschichte mache ich vielleicht noch ganz kurz erzählen. Felix Magath ja im Jahr 1983 als Siegtorschütze für den HSV im Finale der Europacup der Landesmeister geglänzt hat mit Trainer Ernst Happel an der Bank. Welche Rolle, um es ein bisschen pathetisch zu formulieren, hat Happel gespielt in Ihrer Fußballerkarriere? Ja gut, er war mit Branko Sebec, den wir in Hamburg davor hatten als Trainer. Die beiden waren überragende Trainer, mit zu den Besten der Welt gehört. Wobei sie halt unterschiedliche Philosophien hatten. Der eine, für den war es wichtig, dass man keinen Fehler gemacht hat. Und der andere, für den war es wichtig, dass man gespielt hat, dass man die Initiative hatte. Und Happel war ja ein Spieler und dementsprechend hat er seine Mannschaften halt auflaufen lassen. Und das Erstaunliche, wo ich auch noch nicht dahinter gekommen bin, Sie haben es ja vorher mal ein bisschen angedeutet, es gab bisher wenig Menschen,
die ich kennengelernt habe, die so wenig geredet haben wie Ernst Happel. Und dennoch hat er es verstanden, ja nicht nur in Deutschland, sondern in Holland, in Belgien, in Deutschland, aber auch hier in Österreich erfolgreich Fußball spielen zu lassen. Und seine Mannschaften, die haben immer Fußball gespielt, die waren immer offensiv ausgerichtet und haben immer die Initiative gesucht. Und von daher würde ich sagen, da ist auch mir Ernst Happel noch ein Rätsel, wie er das hingekriegt hat, dass seine Mannschaften international top Fußball gespielt haben. Wie gut können Sie denn mit dem Etikett Happel-Schüler leben? Das ist auch etwas, was zum Beispiel Peter Backhult umgehängt wird. Ja gut, ich könnte damit sehr gut leben. Nochmal, ich sehe Ernst Happel als jemand, von dem ich viel abgeguckt habe, von dem ich viel gelernt habe und dem ich auch viel zu verdanken habe. Denn ich weiß, dass ich ohne Ernst Happel eben dieses Tor wahrscheinlich nicht geschossen hätte. Und insofern ja, ist er wirklich ein wesentlicher Bestandteil meiner Fußballkarriere gewesen. Und ich bin ihm dafür immer ewig dankbar. Zum Abschluss mag ich noch in anderer Form einen Wien-Bezug herstellen. Und zwar in Person eines Mannes, mit dem die Zusammenarbeit, glaube ich, ein bisschen facettenreicher verlaufen ist. So mag ich es einmal formulieren, nämlich Andi Herzog. Von dem ist übrigens die Geschichte überliefert, dass er sich in einem von Ihnen verordneten Waldlauf sogar einmal verlaufen ist. Wo er sich zurückfallen hat lassen, weil er glaubt hat, dauert jetzt eh nur eine Stunde. In Wahrheit hat es 2 Stunden gedauert und er hat fast nicht mehr zurückgewonnen. Erinnern Sie sich an die Geschichte und wie haben Sie das Phänomen Herzog retrospektiv abgespeichert? Ja, was heißt das Phänomen? Es ist ja so, dass Andreas Herzog natürlich auch ein überragender Fußballer war, technisch genial, aber er war eben auch da, sagen wir mal, eher typisch österreichischer Mentalität. Ne, er hat gern gespielt und er war ein super Spieler, aber die Arbeit auf dem Platz, die hat ihm dann nie so gelegen. Und das ist natürlich eine andere Philosophie, als ich sie vertreten habe. Und insofern war Andreas wahrscheinlich nicht immer so begeistert, wenn wir mal ins Gelände gegangen sind und haben uns da ein bisschen ausgelaufen. Nur er muss natürlich dazu sagen, ich denke mal, dass es nicht eine Einheit gab, wo ich nie mitgelaufen bin. Und ne, meine Überzeugung war, also wenn ich dann, und damals bei Andreas Herzog war ich, ist er gewesen, dann 45, 46 rum, ne, und hatte also schon ein paar Jahre nicht mehr professionell Sport getrieben. Und meine Auffassung war einfach, wenn ich also mit 5 oder 46 dieses Pensum absolvieren kann, dann muss das ein Fußballprofi, der erfolgreich sein will, auch absolvieren können. Und insofern habe ich da auch auf Andreas Herzog keine Rücksicht genommen. Okay, vielleicht können wir irgendwann einmal den Andreas Herzog zu einer Gegenstellungnahme bewegen. Mal schauen, wie er das sieht. Herr Magath, vielen Dank für Ihre Zeit. Sie gerne. Dürfen gerne noch da bleiben. Wir beenden jetzt nur die Aufzeichnung. Wir haben Schokokuchen für Sie vorbereitet. Dann bleibe ich da. Man hört ja, damit kann man vielleicht Ihre Gunst gewinnen. Ja, ja, da bin ich dann wieder näher bei Andreas Herzog. Alles klar. Ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch Besseres drauf sagen soll. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Zuschauen. Bitte. Bis zum nächsten Mal.